Jetzt kommen wir zu dem ersten großen langen Beitrag von Bernd Schmidt. Vielleicht als kleine Anmoderation: Bernd Schmidt hat viele, viele Jahre ein Weiterbildungsinstitut in Beratung, Therapie, systemisch integrativ geleitet. Und was ich glaube, ist das Stichwort von uns dreien zurzeit auf der Bühne ist, dass wir eine grundständige Prägung in der Erziehungswissenschaft haben. Als Erziehungswissenschaftler hast du dich auf den Weg gemacht, die Breite von Psychologie, Beratung und Therapie aufzugreifen, weiterzuentwickeln und in den Weiterbildungen wirksam werden zu lassen. Und wir werden jetzt so eingeladen, wenn jemand hier im Saal ist und denkt, er oder sie hätte endlich begriffen, was das Kernstück von systemisch ist, dann werden wir jetzt eingeladen, den Grenzbereich, die Weiten von Person, System und deren Zusammenhänge genauer anzuschauen. Warum der Dirk den Bernd ausgewählt hat, wie ihr euch kennengelernt habt und in diese Tagung gekommen seid, vielleicht magst du dazu einen Satz sagen. Vielleicht wirklich nur einen Satz. Also wirklich kennengelernt habe ich dich ja eigentlich erst hier, aber Bernd hat auch einen Beitrag geleistet zu einem Buch, was wir in einem Arbeitsbereich, wann war das, Annette und Marc? Im März, glaube ich, ist es erschienen, im Belz Verlag auch, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, im Belz Verlag, Beratung lehren heißt das, und in diesem Buch haben wir von 30 ganz erfahrenen und tollen Lehrenden in dem Bereich Artikel gesammelt, die auch so ein bisschen essayistisch sind, ein bisschen selbstkritisch, wie haben sie selbst Beratung gelernt, durch wen. Und einen total tollen Artikel hat der Bernd geschrieben, einen anderen hat der Jürgen geschrieben. Wo ist er überhaupt? Ja. Da vorne, genau. Und die Renate hat übrigens auch einen geschrieben. Und viele andere, ganz Bekannte auch, aber vor allen Dingen auch, und da war uns auch wichtig, ein bisschen mal anders zu schreiben. Also nicht so, was eh schon überall steht, sondern auch so ein bisschen, genau, selbstkritisch. Und genau. Und dadurch, das war die erste Kommunikation, die wir gemeinsam hatten. Davon abgesehen habe ich vorher schon einiges von dir gelesen, aber das geht ja vielen wahrscheinlich so hier. Okay. Ja, wir sind gespannt. Tut mein Mikrofon. Danke. Das ist meins. Ja, kann man mich gut verstehen? Ja, schön. Also ich bedanke mich erstmal für die Vorschusslorbeeren und für die Einladung. Und Dirk, das wollte ich dir sagen, du hast im Vorfeld auch einfach eine Vorfreude verbreitet, die ich als sehr wohltuend empfunden habe. Ich selbst bin jetzt nicht so ein Mensch der Vorfreude. Ich habe das nicht gelernt. Ich denke immer, warum hast du dir das angetan? Und dann gehe ich hin und dann kommt so im Tun die Freude daran. Und hinterher denke ich, hätte mich auch vorfreuen können, aber ob ich das noch lerne, weiß ich nicht. Ja, und dann möchte ich gerne noch kurz Bezug nehmen zu dem Peer Learning. Das kommt später vielleicht auch noch mit durch, aber ich möchte es nur sehr unterstreichen. Wir am Institut in unseren Weiterbildungsgruppen haben uns in den Jahren ganz von den Unterhaltern durch die Fachleute hin zu Regisseuren von kollegialer Lernkultur entwickelt. Und wir, die Menschen lernen ganz, aus ganz verschiedenen Kontexten zusammen und haben dafür eine Didaktik entwickelt. Und sie lernen gleichzeitig die Instrumente und die Regisseurkompetenzen, um es in die Unternehmen zu tragen, um dort auch multiplikativ diese kollegiale Lernkultur an die Arbeitsplätze, in die Organisationsentwicklung und in die Personalentwicklung zu bringen. Und ich halte das für essentiell, und das ist einer der Entwicklungsstränge, die wir durchgemacht haben von diesen Heroen, von denen wir gelernt haben, die zu einem postheroischen Kulturansatz der Gemeinschaft. So, ich arbeite mich jetzt langsam rein. Also man sieht hier das Stammhaus.
in Wiesloch. Und die Tagungsthematik ist ja gelingende Kommunikation. Und dazu habe ich mir dieses Foto aus meinem Archiv rausgesucht. Es könnte natürlich auch Frauen dazwischen sein. Ich will ganz kurz für die, die wenig von uns wissen, ein bisschen was über den aktuellen Kontext sagen. Das gehört ja zum Systemischen, immer den Blick in den Rückspiegel, wer ist es, wer spricht, aus welcher Lebenskultur und mit welchem Interesse und mit welchem Erfahrungshintergrund spricht er. Und das will ich nur ganz kurz sagen, das ISB, Institut für Systemische Beratung, heute ISB GmbH, weil wir eigentlich keine Beratungseinrichtung sind, sondern eine Beratungsschule, also eine private Akademie. Und das sind wir jetzt schon seit vielen Jahren. Wir haben vor 2 Jahren 30-jähriges Jubiläum gehabt. Wir haben uns spezialisiert auf Fachleute im Organisationsfeld, Coaches, Organisationsentwickler, Personalentwickler, Berater aller Art und haben in unserem Alumni-Netzwerk weit über 4000 Menschen, die 2-jährige Curricula bei uns absolviert haben. Wir haben zum Beispiel fast alle DAX-Unternehmen und wir haben viele gesellschaftliche Einrichtungen, die mittlerweile regelmäßig Fachleute zu uns schicken. Das hat den Vorteil, dass wenn die zusammen dort was zu bewirken versuchen in ihrer Heimorganisation, sie sich gut die Bälle zuspielen können und so nach und nach ein gewisses Kraftfeld dort aufbauen können, das eine gewisse Chance hat, gegen die Kraft der Gewohnheiten dort ein bisschen angehen zu können. Vielleicht eins noch, 2/3 bis 3/4 Unternehmensinterne, die bei uns Weiterbildung machen und die sich nachher nicht unbedingt Berater nennen, sondern die einfach das Know-how nehmen, um es in viele Rollen und Kontexte zu tragen. Und wir sind auch fest davon überzeugt, dass die Organisationsentwicklung nur durch die Internen am Ende gemacht werden kann. Und deswegen brauchen wir da starke und kompetente Partner, die wiederum Wirkungen auf den Markt haben. Aus den Überschüssen, wir wirtschaften gut, des ISB wird die Schmidt-Stiftung finanziert. Die Schmidt-Stiftung steht dafür, Organisationsentwicklungs-Know-how gemeinwohlorientierten Organisationen und Initiativen pro bono zur Verfügung zu stellen. Wir wollen auf diese Weise der Gesellschaft was zurückgeben und gerade dieser pro bono Bereich ist für die gesellschaftliche Entwicklung sehr wichtig und wir wollen auch selbst profitorientiert und non-profitorientiert, gesellschaftlich engagiert im eigenen Haus kombinieren, weil wir glauben, dass das die Zukunft unseres Wirtschaftens sein muss und wir brauchen gewisse Grenzziehungen zu diesem ungehemmten Finanzkapitalismus, gegen den wir sonst ständig anzuarbeiten haben. Da sind aber erst... Ja, und von daher tue ich viel für Netzwerke, auch für internationales Zusammenspiel, weil sehr viel gutes Know-how ist unter ganz verschiedenen Namen unterwegs. Action Learning, Coaching, Dialogic Organization Development und das sind separate Verbandskulturen, die Mühe haben, sich zu treffen. Und ich glaube, die entscheidende Herausforderung unseres Jahrhunderts ist, Integrationsfähigkeit zu entwickeln. Und deswegen versuchen wir einiges dafür, auch in unserem eigenen Bereich und international dieser Integrationsfähigkeit zuzuarbeiten. Da wir für Menschen mit sehr komplexen Anforderungen in den Organisationen zuständig sind, können wir nicht mehr, wie wir das früher in der Transaktionsanalyse gelernt haben, uns über Bausteine hinweg 1-2 Jahre mit der Identifikation von Transaktionen, mit dem richtigen Kreuzen von Transaktionen und all diesen Dingen beschäftigen, weil das nur eine Facette ist der vielen
Wissenshintergründe und Kompetenzen, die diese Menschen am Tag nach dem Seminar an ihrem Arbeitsplatz wieder umsetzen müssen. Das heißt, es haben sich bei uns Gewichte verschoben. Und um es in dieser Metapher zu sagen, jeder von uns muss ganz verschiedene Pferdchen im Stall haben und die müssen zusammengespannt werden und für unterschiedliche Vorhaben müssen sie unterschiedlich zusammengespannt werden und dann müssen die auch zusammenlaufen können, gesteuert werden können und den Karren ziehen. Und deswegen geht es um die Kunst, mehrspännig zu fahren. Weil wichtig ist, woher man kommt, möchte ich ganz kurz meinen Werdegang da sichtbar machen. Als Rabe von Geburt, von daher eigentlich für Wirtschaft prädestiniert. Und wäre gerne Lehrer geworden, war aber schlechter Schüler, da blieb nur Wirtschaftspädagogik. Und so bin ich dann über die Wirtschaftspädagogik und dann über die Promotion in Psychologie und Erziehungswissenschaft in dieses Feld reingekommen, Gruppendynamik, humanistische Psychologie und all diese Dinge. Ich habe etwa 20 Jahre lang mich sehr, sehr intensiv weitergebildet. Also das, was ich an Bildungsbeflissenheit in der Schule habe, vermissen lassen, ist dann im Studium und die Jahre danach bei mir dann doch zum Durchbruch gekommen. Ich werde daraus nur Ausschnitte natürlich zeigen können. Und wenn diese Art Essenzen zu formulieren aus diesen Erfahrungen mehr interessiert, der kann das gerne in diesem Bändchen, das jetzt gerade im Frühjahr rausgekommen ist und das es am Büchertisch gibt, nachschauen. So, jetzt zu der Gestaltung dieser 2 Stunden will ich kurz sagen, wie ich das vorhabe. Ich habe das ja überschrieben, Perspektiven. Das heißt, die Art und Weise, wie ich auf die Welt, auf unsere Communities, auf das Lernen und auf unsere Dienstleistung zu schauen gelernt habe, aus meiner geschichtlichen Erfahrung, da möchte ich einfach einige wesentliche Perspektiven herausarbeiten, die heute bei uns auch wichtig sind. Das ISB ist eine Entwicklungswerkstatt und hat ganz viele Inhaltskonzepte, methodische Vorgehensweisen und Arbeitsformen und Organisationsformen entwickelt. Ich habe natürlich die ausgewählt, die dabei heute noch als Perspektive, also als Art draufzusehen, entscheidend sind. Ich werde also öfter mal einerseits zeigen, was ist mir dabei klar geworden, als ich das kennengelernt habe, und andererseits schon auch ein Schlaglicht werfen auf einen Teil der Konzepte, die wir daraus gemacht haben, also wie das weiterverarbeitet wurde. Ich war wirklich sehr kreativ in diesen 40 Jahren, weil wir da sehr viel gemacht haben, kann ich im Unterschied zu gestern diese Dinge nicht erläutern. Ich möchte Sie bitten, sich das so vorzustellen. Ich zeige Ihnen die ganzen Buffets, denen ich begegnet bin in meiner Entwicklung. Und an bestimmten Punkten gebe ich mal kurz einen Geschmack, was mich daran so sehr interessiert hat. Und dann switche ich auch kurz rüber zu den Buffets, was wir jetzt daraus bereitet haben für die Welt. Und auch da kann ich immer nur einen kurzen Geschmack anbieten. Ich werde aber immer wieder darauf hinweisen, wo Sie das, wenn Sie es näher interessiert, ausführlich studieren können und alles. Es mag manchmal ein bisschen wie Werbung klingen, aber es ist alles kostenlos. Also wir bemühen uns sehr, unser gesamtes Know-how jedem, der es möchte, kostenlos zur Verfügung zu stellen und wir investieren darin, es dafür aufzubereiten. Ich habe diesen Vortrag übrigens, halte nie Vorträge zweimal. Ich habe den speziell für Sie und für uns heute gemacht und ich bin auf die Idee gekommen, dieses Mal mehr Bilder aus meinem Fotoarchiv dabei zu verwenden. Ich nenne das Knipsen aus poetischer Perspektive. Also Bildbearbeitung kann ich nicht. Ist alles so aufgenommen, wie Sie sehen. In der Hoffnung,
das ein bisschen auch noch bildhaft, gemüthaft anzureichern. Ja, und dann gibt es noch Nebenbemerkungen, das ist manchmal das Wichtigste. Und ich habe mir so vorgestellt, dass ich jetzt vielleicht 40 Minuten gut auf diese Weise die Darstellung der beiden Perspektiven transaktionsanalytischer Art und aus der Ericksonschen Hypnotherapie mache und dass wir dann unterbrechen und dass ich gerne geleitete Fantasie mache. So, your conscious mind might be very suspicious what will happen here, but your unconscious mind is ready to go into a trance and to enjoy, to explore yourself. Ein bisschen gehe ich darauf vielleicht auch bei Milton Erickson ein, der in der Beziehung ja ein meisterhaftes Vorbild war. Ja, und nachdem ich jeden eingeladen habe, auf diese Weise selbst ein bisschen ein solches Kaleidoskop, wie ich es Ihnen aus meiner Perspektive vorstelle, und bei Ihnen läuft dann ja im Hintergrund auch ein kaleidoskopartiger Film, zumindest an einem oder anderen Punkt, sich selbst damit innerlich ins Benehmen zu setzen, so für einen kurzen Moment Murmelgruppen mit ihren Nachbarn zu machen und sich dazu auszutauschen. Und dann werden wir in einem zweiten Teil den Bereich Jungsche Psychologie und systemische Ansätze machen und dann nochmal eine kleine geleitete Fantasie und diesen Austausch. Ich hoffe, ich habe das nicht vorher ausprobiert mit dem Zeitkorsett, aber ich schaue immer auf diese Uhr und ich hoffe, dass ich es ganz gut hinkriege. Ich weiß nicht, wie viel Erzählenszeit ich im einzelnen Punkt haben werde. Wie hört sich das an? Ist das akzeptables Programm? Dankeschön. Also mein Anliegen ist jetzt sozusagen an das Buffet der Transaktionsanalyse zu gehen. Und ich bin ja seit über 40 Jahren in der Transaktionsanalyse aktiv tätig. Da gibt es natürlich jede Menge, was ich erzählen könnte. Ich kann nur einzelne Dinge auswählen. Nach der Transaktionsanalyse die Ericksonsche Hypnotherapie, dann wie gesagt die geleitete Fantasie, dann die Tiefenpsychologie nach C.G. Jung und die systemischen Ansätze. Ja, die Transaktionsanalyse, Eric Byrne, eines der sympathischsten Fotos von ihm, wie ich finde, er scheint ja kein ganz einfacher Mensch gewesen zu sein, vielleicht ist das die Voraussetzung dafür, dass man eine eigene Schule gründet. Und ich werde jetzt aus der Transaktionsanalyse kurz Bezug nehmen auf die Ego-States und auf die Transaktion. Ich sage gleich noch näher, was dort drunter verstanden wird. Und dann gehe ich aber schon auf etwas, was mir so wichtig ist in der Transaktionsanalyse, nämlich wie begegnen sich eigentlich Wirklichkeiten. Und da gibt es ein schönes Schema von Jackie Schiff, eine der Gründerfiguren der Transaktionsanalyse, die im Psychosebereich gearbeitet hat, ein Konzept, das wir weiterentwickelt haben, zu der Frage, wenn man merkt, man ist überhaupt nicht beieinander, wie baut man das eigentlich auf, um schrittweise eine Chance zu haben, in eine Gemeinschaftswirklichkeit zu geraten? Und das ist etwas, was wir heute natürlich in ganz vielen Kontexten jenseits der damaligen Sichtweise und Verwendung für die Psychotherapie verwenden können. Und das Drei-Welten-Modell der Kommunikation, ein Konzept, das ich weiterentwickelt habe und für das ich auch später geehrt wurde. Ja, ich fange bei den Ego-States an. Es wird ja wieder große Mode. Ego-State-Kongresse haben ja einen Zulauf von mittlerweile 1000 und noch mehr Menschen. Zeitweilig war das etwas in Vergessenheit geraten. Also das Wichtige daran, also hier sehen Sie einen Klassiker der Ego-States,
der Transaktionsanalyse nach Byrne. Der hat den Bereich der Persönlichkeit in drei Teilpersönlichkeitsbereiche aufgeteilt, nämlich das Eltern-Ich, das ist all das, was wir übernommen haben, was bei uns gespeichert wurde. Und das ist das Erwachsenen-Ich, darunter stellt man sich vor, das bin ich geworden auf dem heutigen Stand meiner Entwicklung. Und dann gibt es die individuellen Erfahrungen aus meiner Biografie, aus der Kindheitsperspektive, welche eigenen Erlebnisse sind dort eigentlich gespeichert. Und das ist eine Abart oder Weiterentwicklung natürlich des Ich-Es-Über-Ich-Modells von Freud. Byrne hat sich davon insofern abgesetzt, dass er sagte, er möchte eigentlich ein Konzept für Real People and Real Life Situation. Und etwas provokativ sagte er dann immer, I never saw an it walking. Also ihm war wichtig, das konzeptionell so zu entwickeln, dass es für tatsächliche Lebensszenen direkt verwendbar war. Und die Kommunikation zwischen solchen Menschen, die, wie das ja in vielen Schulen der Fall ist, gestern hatten wir ja auch viele gute Beispiele, die aus Teilpersönlichkeiten bestehen, wie die miteinander kommunizieren, sind eben diese Transaktionen. Und wenn man so miteinander kommuniziert, dass man zusammenkommt, dass es miteinander stimmt, nannte man das komplementäre Transaktionen. Und wenn es irgendwie aneinander vorbeiläuft, waren das nicht komplementäre Transaktionen. Also man kann sich das jetzt so vorstellen, diese sogenannte Kreuzung von Transaktionen, links, Bub kommt morgens verschlafen aus seinem Zimmer und fragt, wie viel Uhr ist es? Und die Mutter antwortet, 7:30. Das wäre komplementär aus dem Erwachsenen-Ich. Zweite Szene rechts, Bub kommt genauso aus dem Zimmer, wie viel Uhr ist es? Und jetzt sagt die Mutter, musst du jeden Morgen es auf den letzten Drücker ankommen lassen? Und aus der Perspektive dieses Modells ist das also eine gekreuzte Transaktion. Sie kommt aus einer elterlichen Haltung, die sie vielleicht selbst elterlich gelernt hat, und spricht das Kind, vielleicht sogar das kleinere Kind dem anderen an. Und man kann selbstverständlich diese Modelle für die interne Kommunikation zwischen den Ich-Zuständen für inneres Team und sowas verwenden. So, das war die klassische Transaktionsanalyse. Und wenn man dann die Sequenzen solcher Kommunikationseinheiten anguckt, kann man daraus Spielanalyse machen. Das ist ein Begriff, den viele vielleicht kennen. Spiele der Erwachsenen von Eric Byrne. Oder wie man zusammen Drama erzeugen kann. Ein Hin- und Herspielen von Retter, Verfolger und Opfer. Das ist, kann man auch sehr anschaulich lehren, und man braucht sich nur einen konfliktären Mittagstisch in einer Familie vorstellen, dann kann man sicher sein, dass man dort Umgangsweisen miteinander findet, die sich dafür sehr gut eignen. Ich will das hier nicht weiter vertiefen, auch nicht dieser ganzen Bereich der Lebensskriptanalyse, ein sehr wichtiger und wertvoller Bereich der Transaktionsanalyse. Stattdessen möchte ich einfach noch mal darauf hinweisen, dass die Transaktionsanalyse eben weitere Konzepte hervorgebracht hat, zum Beispiel aus der Schiffsschule, die sich sehr viel mit dem, was ich die Wirklichkeitsperspektive nenne, beschäftigt hat. Also da kommen, wenn man auf eine Wirklichkeit trifft und merkt, da reagiert jemand nicht so, wie er reagieren sollte, kann man sofort mit dem darüber streiten, ob er seine Verantwortlichkeiten wahrnimmt oder nicht. Das kann aber zu Drama führen. Stattdessen wäre es vielleicht sinnvoll, zunächst mal zu checken, ob man in der gleichen Wirklichkeit sich überhaupt befindet. Also sagen wir, da ist eine Wolke über der BASF. Das ist ein Datum oder ein Faktum, das ist einfach so. Und ich kann dann den herumlungernden Feuerwehrmann fragen, siehst du diese Wolke? Und dann stelle ich fest, er sieht sie auch. Und dann erst entsteht die zweite Frage,
hat diese Wolke eine Bedeutung für dich? Und er sagt, na ja, man sieht oft Dampfwolken über der BASF. Und ich sage, aus meiner Sicht, das ist aber eine schwarze Wolke und das ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Für mich macht das einen Unterschied, macht es auch für dich einen Unterschied. Und dann kann sein, dass man den einlädt und sagt, oh, wenn ich mir das überlege, wenn sie schwarz ist, kann das wirklich einen Unterschied machen, der einen Unterschied hat. Und dann sage ich, aus meiner Sicht, wenn eine schwarze Wolke da ist, könnte es damit zu tun haben, dass es brennt. Wir sind jetzt also, nachdem wir die ersten beiden Wirklichkeitsstufen gemeinsam etabliert haben, schleiche ich mich jetzt bei der dritten an. Und es kann sein, dass da ein Brand ist und deswegen diese schwarze Wolke ist. Und wenn ein Brand ist, sehe ich da eigentlich einen Löschbedarf. Und es könnte sein, dass dieser Feuerwehrmann dann sagt, ja, also den Zusammenhang, den kann ich mir auch vorstellen und löschen wäre da vielleicht wirklich eine gute Idee. Und jetzt hätten wir erst die Basis dafür geschaffen, um uns darüber zu unterhalten, wer sollte eigentlich jetzt sein Feuerwehrauto besteigen und losfahren. Und wir sind dann jetzt auf der Ebene der Lösungen und Verantwortlichkeiten und sehr oft versuchen wir nicht zu checken, wie viel Gemeinschaftswirklichkeit haben wir schon, um zu sehen, wo können wir jetzt eventuell auch aus unterschiedlicher Sicht und streiten oder zusammenkommen, sodass eine gute Abfolge im Vergemeinschaften von Wirklichkeit etabliert werden kann. Und Sie können sich wahrscheinlich gut vorstellen, dass man ein solches Konzept sehr gut für eine Projektsitzung in einem Unternehmen brauchen kann oder in der Vorstandssitzung eines Beratungsverbands, damit dort, wenn die Wirklichkeiten so nicht gut zusammenkommen, eine kleine Didaktik hat, wie man feststellt, wo sie nicht beieinander ist und dann eine Schrittfolge, wie man sie zusammenbringen kann. Ist das verständlich? Okay. Dann wollte ich Ihnen kurz das Rollenmodell der Persönlichkeit vorstellen. Das ist ein Modell, das ich entwickelt habe aus dem Ich-Zustandsmodell. Sie sehen unter dem zweiten Punkt die Definition von Ich-Zustand. Das ist ein kohärentes System von Einstellungen, Gefühlen und Verhaltensweisen. Soweit Ego-State. Und mir hat daran immer irgendwie gefehlt, dass die wirklichkeitskonstruktive Perspektive, die wir vom Systemischen gern da reingebracht hätten, dass die fehlte, aber auch der Bezug zu den Beziehungen, sodass der Zusammenhang von dem inneren Erleben und der Verhaltenssteuerung in einer Wirklichkeit und die Abstimmung in Beziehungen nicht berücksichtigt ist. Und dementsprechend habe ich das ausgebaut und habe statt mit Ego-States mit Rollen gearbeitet und das wurde am Anfang nicht so gern aufgenommen, weil man diese innere Psychosicht so gewohnt war das Rollenkonzept der Soziologie damals assoziiert waren mit Erwartungen der Gesellschaft, die einem Ich gegenüberstehen. Und ich habe die Konstruktion dieses Konzepts so geändert, dass man sagt, nein, das ist eine Organisationsform der Persönlichkeit. Dieses Verständnis von Rolle. Und dann kann man sagen, Persönlichkeit, wie man sie tatsächlich in real situations beobachten kann, ist die Menge der Rollen, die dort gelebt werden, und zwar in den Szenen, die dort gespielt werden. Und das sind meistens Beziehungen, die dabei eine Rolle spielen. Und es ist getragen von gemeinsamen Verständnissen von Wirklichkeit. Und ich habe daraus dieses Rollenmodell der Persönlichkeit gemacht und das für die praktischen Zwecke unserer Schulung in drei Welten aufgeteilt. Also die Persönlichkeit besteht aus den Rollen, die ich in meiner Professionswelt spiele, also als Berater, in meinem Verband,
in dem ganzen Berufsleben, unabhängig davon, von der aktuellen Organisation, in der ich aktuell tätig bin. Und es gibt eine andere Supervision, ob ich jemanden für supervidiere, bezogen auf seinen Berufslebenswegentwicklung, als es eine Supervision gibt, wenn ich ihn supervidiere, bezüglich der aktuellen Ausübung etwa einer Führungsrolle in einem ganz konkreten Betrieb. Das sind andere Hintergründe, andere Kontexte, andere Beziehungen, andere Wirklichkeitsvorstellungen, die herangezogen werden. Also um wieder auf das Mehrspännigfahren, da müssen andere Pferdchen zusammengespannt werden, um den Karren in diese Richtung zu ziehen. Das ist also ganz pragmatisch entstanden. Und es ist dann wieder anders, wenn ich privatweltliche Rollen mir anschaue. Man könnte natürlich auch 4, 5 oder 7 Welten machen. Das ist rein willkürlich, das ist eine didaktische Unterscheidung. Aber was man damit zum Beispiel machen kann, ist, dass jemand studiert, welche Persönlichkeit versteht er sich eigentlich mit welchen Rollen und Rollenwünschen, wenn er in seiner Weiterbildungsgruppe ist, also aus seiner Professionswelt. Und kann er das eigentlich in die Organisationswelt tragen? Und er merkt dann, dass die Organisationswelt, dass dort Organisationsrollen entstehen, die nach ganz anderen Logiken funktionieren. Und es wäre natürlich toll, und das wünschen wir uns ja alle, das ist ja das Ziel vieler Weiterbildung, dass wir Impulse aus den Professionswelten in die jeweiligen Organisationswelten tragen können. Das heißt, wenn jemand weiß, wer er als Professioneller ist, hat er ein ganz anderes Standing, um seine Rolle in der Organisation zu hinterfragen und auch zu gestalten. Umgekehrt ist natürlich aus der Organisationswelt kommen Impulse, die den Professionswelten zeigen, wie sie sich entwickeln müssen, damit sie in der Organisationswelt überhaupt eine Rolle spielen können. Und es ist ganz klar, dass die klassische ausschließliche Psychoorientierung in der Organisationswelt der heutigen Großunternehmen keine hinreichende Rolle mehr spielen kann. Also dieses Zusammenspiel, ist das in mir verschieden, ob ich auf meine Organisationswelten bezogen bin, anders als wenn ich auf meine Professionswelten bezogen bin und dann nochmal, wie ist das, wenn ich dann auf meine Privatwelten bezogen bin. Und es hilft, wenn es Probleme gibt, zu überlegen, wie sind die Zusammenhänge. Ich sage immer, Berater sind Fachleute für Zusammenhänge. Es kann sein, dass jemand in seiner Privatwelt erhebliche Probleme hat, zum Beispiel in seiner Ehe, und er sieht es nur privatweltlich, wie das mit der Geschichte der Beziehung gewesen ist und so. Aber man kann auch überlegen, was hat das mit der Organisationswelt zu tun, mit dem Verständnis der eigenen Rolle in diesem Unternehmen und mit der Verfügbarkeit, zum Beispiel Arbeitszeiten, Erreichbarkeit, all diese Dinge. Und es kann sein, dass derjenige, obwohl die Probleme in den privatweltlichen Zusammenhängen auftauchen, eigentlich eher Sinn macht, mal in den organisationsweltlichen Bezügen was zu verändern, weil man annimmt, dass es eine Wechselwirkung gibt. Und dann kann es sein, dass derjenige in der Organisationswelt es nicht schafft, seine Rollen zu verändern, weil er gar nicht weiß, wer er professionell ist, wenn er nicht in diesem Unternehmen arbeitet. Und dann kann es sein, dass eine gute professionelle Qualifizierung und Selbstverständnisentwicklung hilft, dass derjenige ein anderes Standing kriegt, seine Organisationsrolle neu zu gestalten. Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel Beziehungsprobleme in der Privatwelt sich auflösen. Dadurch wird es natürlich gleich sehr kompliziert, aber es ist wichtig, dass wir dann uns nicht nur innerhalb der Welten drehen, um die es geht, sondern diese Zusammenhänge herstellen. Und wenn es eine Notwendigkeit gibt für neue Berufe, dann gibt es Notwendigkeit für Berufe, die diese Zusammenhänge gut herstellen können und die eine plausible Hypothese erarbeiten können, wie die Wirkungszusammenhänge sein könnten, dann eine Änderung vornehmen und gucken, ob was besser wird. Das ist natürlich immer ein exemplarischer und experimenteller Ansatz. Das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit. Und offenbar habe ich da einen Nerv der Zeit getroffen. Es wurde dann von der internationalen TA-Gesellschaft durchaus mit Begeisterung aufgenommen, dass der Begriff Rolle kriegt ja wieder eine Wertigkeit in den letzten Jahren. So, ich glaube, jetzt werde ich aber zu
ausführlich, deswegen muss ich wieder ein bisschen beschleunigen, sonst kann ich mein Versprechen nicht einhalten. Hier kann man wieder sehen, dass ein Persönlichkeitsmodell wieder in ein Rollenmodell, in ein Leitermodell eingearbeitet werden kann. Und wenn zwei solche Leitern einander gegenüberstehen, kann man daraus ein Kommunikationsmodell wieder machen. Also ich spreche den Mitarbeiter darauf an, in meinem Medienbüro zum Beispiel, dass es notwendig ist, dass wir jetzt einerseits unsere Materialien medial aufbereiten, gleichzeitig aber es nicht technisch zu kompliziert machen. Da diskutierte er eine Weile lang mit mir als Mitarbeiter, den zu beauftragen, ich berechtigt bin. Und so sprechen wir, das ist 1, 2, 3. Und plötzlich merke ich, dass er jetzt sich darauf besinnt, dass er ja der IT-Spezialist ist und ich ihm gar nichts zu sagen habe, weil er es besser kann. Das heißt, er spricht jetzt mich aus einer Professionsrolle heraus an und nicht mehr aus der Organisationsrolle. Und da können wir in Schaden geraten, wenn wir das nicht merken, wenn wir nicht merken, dass jetzt eigentlich eine nicht komplementäre Transaktion im Begriff von welche Rollen unterhalten sich mit welchen Rollen, denn die haben eine Logik und die Kommunikationsregeln darin haben auch eine Logik. So, und dann kann vieles durcheinander geraten, wenn die Beteiligten sich dessen nicht bewusst sind. In der Transaktionsanalyse haben wir immer auch noch die untergründige Transaktion, also etwas, was im Hintergrund ausgehandelt wird, was man im Vordergrund gar nicht sieht. Das sind meistens diese Pfeile mit diesen gestrichelten Linien. Es kann sein, dass daneben noch, sagen wir mal, eine Männerrivalität mit ausgetragen wird. Ich will nur zeigen, dass man eigentlich das gesamte Instrumentarium der Transaktionsanalyse, und das ist pragmatisch sehr gut ausgearbeitet, auch mit dem Rollenmodell verwenden kann. Man muss nicht in diesem Ich-Zustandsmodell verharren. Mehr kann ich da im Moment jetzt nicht machen. Ich möchte aber Sie einladen, wenn Sie Interesse haben, gehen Sie auf unsere Website. Und das ist ein Screenshot von unserer Website und Sie sehen hier, dass unter Themen ganz viele Themenbereiche da sind. Im Moment ist TA und Spiele fett links und dementsprechend sieht man rechts Darstellungen in Charts. Und wenn Sie was interessiert, sagen wir mal rechts oben das Chart, was ist eigentlich mit diesem Drama-Dreieck, dann klicken Sie einfach drauf und dann switchen Sie automatisch in ein Video, in dem Ihnen das erklärt wird. Und wenn Sie das interessiert, damit was zu machen in Ihrem Seminar, dann gehen Sie ans untere Ende, da wo PDF-Download und Slideshare-Presentation steht. Nicht bei den TA-Sachen, aber bei den meisten anderen Sachen, da finden Sie einen Werkzeugkasten, Handouts, Übungen und alles aufbereitet für Sie. Und zwar so, dass Sie es direkt in Ihre PowerPoint-Frames übernehmen können mit Ihrem eigenen Logo. Und es ist nur dieses Shared Logo rechts bleibt, dass die Quelle noch geschützt ist, aber Sie können es direkt bei sich übernehmen und so unterstützen wir die Leute, die bei uns lernen, praktisch ein didaktisches Repertoire direkt in ihren Arbeitsbereich zu übernehmen, dass es eine Chance hat, unter dem Druck, unter dem die dort sind, auch wirklich direkt genutzt zu werden. Und wie gesagt, alles kostenlos. Ja, Happy Birthday, Vanita English. Das wollte ich doch heute, als mir klar wurde, dass der 22. ist, doch einstreuen. Vanita English, meine Lehrerin, ich war 30, sie war 60, war eine alte Dame aus dieser Perspektive. Und sie lebt immer noch. Heute hat sie Geburtstag, den 100. Sie lebt südlich von San Francisco. Und ich war im Frühjahr sie besuchen und es gibt dazu zu Schlüsselerlebnissen, speziell zu ihrer Beziehung zu Deutschland. Sie ist Jüdin und die ganze Geschichte, wen sowas interessiert, das gibt es auf unserer Website. Hier sind die Links. Sie werden diese Präsentation nachher auf unserer Website finden, unter Events. Und dann können Sie die Links, finden Sie alles. Also Sie brauchen sich gar nichts aufschreiben. Das ist außer unserer
Website-Adresse brauchen Sie eigentlich nichts, zu allem anderen führen wir Sie hin. Und da gibt es in Englisch und in Deutsch Interviews mit Vanita English. So, das war die Transaktionsanalyse. Vielleicht nächstes Jahr werde ich mich von der internationalen Gemeinschaft verabschieden. Also ich bin sozusagen auf Abschiedstour, weil ich jetzt 70 werde und auch wirklich die öffentlichen Auftritte beende. Und nächstes Jahr werde ich mich von der internationalen TA-Gemeinschaft verabschieden. Und ich will einfach nochmal sagen, dass ich sehr dankbar bin, auch diesen amerikanischen Minded-Organisationen, die uns damals mit offenen Armen empfangen haben, die pragmatisch, zugewandt, lebensorientiert waren. Und ich habe über diese 40 Jahre Zugehörigkeit dort sehr viel gewonnen und ich tue mein Bestes, auch sehr viel dorthin zurückzugeben, dass andere auch in den Genuss solcher Förderung kommen können. Ja, und am Ende meiner TA-Ausbildung sagte mir jemand, du musst unbedingt zu diesem Milton Erickson gehen, einer meiner TA-Lehrer. Und der lebt vielleicht nicht mehr lang. Und ich habe gesagt, wenn du das sagst, gehe ich dahin, habe mich dort angemeldet, einem Seminar. Das gibt es heute in dem Buch, ach, das habe ich vergessen hier einzufügen, Meine Stimme begleitet dich überall hin, von Milton H. Erickson. Ich bin dort der Siegfried. Also ich bin nach Phoenix, Arizona geflogen, dazu musste ich unbezahlten Urlaub nehmen. Ich war an der Uni Berater und habe gesagt, ich brauche unbezahlten Urlaub, ich muss zu Milton Erickson. Da haben die gesagt, niet. Dann habe ich gesagt, dann kündige ich. So wurde ich selbstständig. Und ich habe es nie bereut, es war ganz spontan, ich habe damit nicht gerechnet. Und das ist... Das Selfie mit Milton H. Erickson am Ende von diesem Seminar in Phoenix, Arizona, 1979. Ich wäre gern wieder hingegangen, aber er ist leider im Frühjahr drauf gestorben. Obwohl ich ihn nur eine Woche erlebt habe, ist er lebenslang für mich ein wichtiger Lehrer gewesen. Das bestätigt meine Ansicht, dass die Seele nicht in Mengen, sondern in Qualitäten zählt. Ja, ich habe mich dann lange Zeit mit Ericksonscher Hypnotherapie beschäftigt, NLP studiert, gelehrt, Hypnotherapie studiert, gelehrt. Was hat mir, das ist jetzt ein zweites Buffet, ein Tisch, an den ich gekommen bin, was hat mir die Ericksonsche Hypnotherapie gebracht? Das eine ist, wir hatten in der TA bis dahin mehr gelernt, da gibt es sozusagen eine soziale Ebene der Kommunikation und es gibt eine psychologische Hintergrundebene und die hat was mit Kindheit zu tun. Und ich habe bei Erickson gelernt, dass das, was an Hintergründen möglich ist, dass das ganz viele verschiedene Dimensionen haben kann. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, nee, ich glaube, ich darf das noch nicht so ausführlich machen, weil ich da gleich dazu komme. Also ich nur mal aufzählen jetzt. Also das Verständnis von Unconscious Mind, anders als unbewusst, wie wir das gelernt haben. Und was bei Erickson ganz wichtig war, das Lernen. Menschen wieder ans Lernen zu bringen, das Wiederfreilegen von schöpferischen Prozessen. Und was ich auch bei Erickson ganz toll fand und natürlich auch bei NLP und vielen anderen auch, es ist ja nicht entweder oder. Viele Schulen haben vieles Gute parallel entwickeln. Wie sollte es auch anders sein, wenn sie sich mit demselben Leben beschäftigen? Dass Kommunikation, dass es eigentlich eine Trance ist, eine Wirklichkeitsblase, in die man sich zusammen einfindet und dass Aufmerksamkeitslenkung die entscheidende Rolle dafür spielt, in welche Trance man gerät, einzeln und in Gemeinschaft. Und was ich auch toll fand, Erickson ist ja bekannt für sein Storytelling, der Einstieg in diese ganzen narrativen Verfahren, einer der Gründe, warum ich geleitete Fantasien regelmäßig die letzten 40 Jahre gemacht haben, hat auch eben damit zu tun. Und auch das Achten auf Körpersignale. Also wir werden da heute Nachmittag wahrscheinlich noch mehr dazu hören. Also das Beobachten von Kommunikationsebenen, über die der andere sich vielleicht überhaupt nicht klar ist, die man aber lernt, intuitiv zu lesen, auf die man mit Einfällen narrativer Art reagiert,
dass man lernt, kontrolliert das auszuprobieren, was dann passiert und dann, auch wenn man inhaltlich gar nicht sich gut orientieren kann, Wechselspiele, die in eine gute schöpferische Entwicklungsrichtung geht, lernt zu verfolgen und mitzugestalten. Da habe ich ganz viel in der Ericksonschen Hypnotherapie gelernt. Das ist auf einer Farm in Argentinien, als wir eine Rundwanderung in Patagonien gemacht haben. Und ich habe es deswegen ausgewählt, weil Ericsson ja ganz gerne seiner Zeit geschuldet, vielleicht auch ein bisschen einseitig, diese Metapher vom Reiter und Pferd verwendet hat. Und er hat ein bisschen den Reiter als den Dümmeren dargestellt, der in inhaltlich, methodisch einfältigen Lösungen verhaftet bleibt und der deswegen nicht vorankommt. Und das Pferd eigentlich eine instinktive, intuitive Seite in der Persönlichkeit, die eigentlich Lösungen hätte und die aber, es muss aber erst der Reiter außer Gefecht gesetzt werden. Deswegen diese Idee, man muss den Reiter in Trance versetzen, damit das Pferd den richtigen Weg findet. Ich persönlich habe diese Metapher nie ganz geteilt, weil ich denke, es gibt auch intelligente Reiter und dumme Pferde. Und es kommt auf das Zusammenspiel beider an. Und wir sehen hier einen jungen Gaucho, der offensichtlich mit seinem Pferd in einen Einklang gefunden hat, dass dieses Pferd zu einer enormen Hingabe und Mitwirkungsbereitschaft gebracht hat. Ob das jetzt tierschutzmäßig ganz koscher ist, für die Freiheit des Tiers nach seinen eigenen Lebensgesetzlichkeiten zu leben, das ist nochmal eine andere Frage. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass wenn man lernt, diese Interaktion herzustellen, ein ganz enormer Einklang möglich ist. Das habe ich vorher schon mal angedeutet. Bei Ericsson habe ich gemerkt, dass er versucht, durch seine Metaphern Kräfte im Hintergrund, und er nannte das dann Unconscious Mind, zu aktivieren und in eine Kooperation zu bringen, bei denen gar nicht unbedingt geklärt werden wird, ob das jetzt Kräfte, also Überbleibsel aus der Biografie sind, sondern es können genauso Entwicklungsinteressen sein, das können aktuelle Motivationen sein, das können Sondererfahrungen, die man finden und adoptieren könnte, sein. Also er hat mein Verständnis von den möglichen Hintergründen, auf die man durch Kommunikation Bezug nehmen könnte, die man einladen könnte, Wirklichkeit mitzugestalten, ganz enorm erweitert. Er hat damit aber auch deutlich gemacht, dass wir das nicht alles mit analytischem Verstand machen können, sondern dass wir uns auf ein intuitives, narratives Zusammenspiel dafür einlassen müssen und dass wir dann manchmal in Gefilden unterwegs sind, von denen wir nur eine gewisse Oberfläche kennen. Viel mehr wissen wir nicht und trotzdem an der Art und Weise, wie sich das gut entwickelt, entwickeln wir ein Qualitätsbewusstsein, ob es vermutlich eine Entwicklung in die richtige und gute, in eine der guten Richtungen ist. Auseinandersetzung mit diesem Ansatz, dass man das Conscious Mind, also das ist im Buch, habe ich das übrigens hinten in dem kurzen Aufsatz, in der Klammer, die sind verwechselt, da müssen die beiden Klammern ausgetauscht werden, also Gewohnheitswirklichkeit ist Conscious Mind und kreative Wirklichkeit ist Unconscious Mind. Und das hat er mit dieser Trance-Induktion, also es ist gut, den anderen aus seinem verstandesmäßigen Zugriff auf die Dinge etwas zu befreien, weil er den verstandesmäßigen Zugriff als zu schematisch, zu gewohnheitsgebunden ansieht, um, und das war einer seiner vielen Metaphern, um das experimentelle, neugierige, ausprobierende Lernen, Lernerfahrungen in anderen Bereichen, die man adoptieren könnte, um das freizusetzen, um auf diese Weise die Bühne frei für neue Lernprozesse zu machen. Also, und das war das Grundkonzept von Ericsson, zumindest ein
relativ rigides Conscious Mind ein Stück in den Hintergrund treten zu lassen und ein kreatives Unconscious Mind mit Rückbezug auf ganz viele kreative Prozesse und Potenziale, die im eigenen, in der eigenen Persönlichkeit sind, um den herzustellen, um dann den Prozess laufen zu lassen mit posthypnotischen Aufträgen und ganz vielen Dingen, die man da machen kann. Ich habe das, weil das irreführend ist, das als Unconscious Mind, also als würde man im Deutschen mit unbewusst übersetzen, habe ich das lieber genannt, dass man sich von Gewohnheitswirklichkeiten, die können bewusst und unbewusst sein, lösen muss und dass kreative Wirklichkeiten aktiviert werden sollen und die können auch bewusst und unbewusst sein. Also mir hat von daher dieses Modell bewusst gegen unbewusst auszuspielen nicht gefallen, sondern ich habe das etwas umgewandelt. Und je mehr wir natürlich jetzt im Organisationsbereich mit solchen Prozessen arbeiten, umso mehr muss irgendwie gerahmt und fokussiert werden, um welche Wirklichkeiten handelt es sich überhaupt gerade, in welchen Filmen ist man, dass man in einem gemeinsamen Film ist. Und das ist mir ja, es ist mir ganz wichtig, dass das keine Frage der Einzelkompetenz der Leute ist, sondern eine Frage der Regie, die über die Situation geführt wird. Also das Herstellen und Pflegen von Gemeinschaftswirklichkeiten, die ganz automatisch bei den Menschen ganz verschiedene Seiten ihrer Wirklichkeiten aktivieren, fokussieren und zusammenbringen. Darin sehe ich sehr viel mehr die didaktische Aufgabe als allein im Individualtraining. Und das ist ein Weg, Vielfalt zu vergemeinschaften. Und gerade in Gemeinschaften und in Organisationen ist eines der großen Probleme nicht nur, dass die Leute in sich verwirrt sind in ihrer Steuerung und Wirklichkeitsorganisation, sondern dass eine babylonische Verwirrung untereinander herrscht, sodass man gar nicht zusammen einen Rahmen schaffen kann. Und deswegen ist es mir wichtig, diese Modelle auch dafür zu verwenden, Wirklichkeitsgemeinschaften auch didaktisch und regiemäßig zu initiieren. Tja, und daraus ist eines unserer vielen Konzepte geworden, nämlich das Dialogmodell der Kommunikation. Das soll die auch immer noch vereinfachte Situation darstellen, dass sich da zwei gegenüber sitzen und die versuchen, bewusst, methodisch eine gemeinsame Wirklichkeit, sagen wir, den Entwurf eines neuen Projektes hervorzubringen und dass aber jeder in sich eigentlich unbewusste, intuitive Einschätzung von sich selbst, von der Interessenlage, von den anderen, vom Kontext, von allem Möglichen haben, die da mit reinspielen, ohne dass sie selbst richtig merken. Und deswegen muss man damit rechnen, dass das, was man bewusst methodisch inszenieren möchte, dass das entweder nicht funktioniert oder nicht getragen wird von den Resten der Persönlichkeiten und der gemeinsamen Kultur. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder mit sich durch Kommunikation mit sich möglichst viel darüber erfährt, was eigentlich spielt sich bei mir ab. Das könnte man ganz toll, wenn man das analysieren wollte, mit inneren Teams und solchen Instrumenten analysieren. Und wie reagiere ich eigentlich auf den anderen? Ich merke, dass in mir ein Bild entsteht, das mich prägt in der Art, wie ich mit dem anderen verhandle, das etwas mit einer intuitiven Diagnose des anderen zu tun hat. Oder mit dessen Situation. Und ich muss mir selbst dessen überhaupt erstmal einigermaßen bewusst werden, dass ich nicht einfach nur intuitiv, und das kann ja genauso gewohnheitsmäßig sein und dysfunktional darauf reagiere, sondern dass ich das in die bewusste Steuerung nehme und vorsichtig mal frage, was sind die Kontexte des anderen. Und ich merke, in mir ist ein Zögern an der Stelle, mich darauf einzulassen, haben Sie, obwohl ich eigentlich in vielem das gut finde und das gerne in diese Richtung gehen möchte, wenn ich das so sage, klingt da was in Ihnen an? Also es ist auch nicht eine einseitige Diagnose. Und dann kann man den anderen einladen, dass er sagt, ja, wenn ich in mir reinspüre, ich habe das Gefühl, ich verstehe das, obwohl ich eigentlich nicht weiß, warum. Und dann entsteht eine solche Kommunikation, wo zwei bewusst methodisch kommunizieren und sich gleichzeitig jeder in sich auf unbewusst intuitive
Sphären bezieht und diese über die Wechselwirkung eine vielschichtige Kommunikation in Gang kommt. Und das ist ein sehr einfaches Schema, mit dem man den Aufbau einer vielschichtigen Kommunikationskultur konzeptionell beschreiben kann. Und wir machen ganz, ganz viel Spiegelungsübung, da komme ich nachher bei der Jungschen Psychologie nochmal drauf, dass die Teilnehmer in unseren Curricula, die hören dem anderen zu und die achten darauf, welche Wirklichkeit entsteht in mir, wenn ich dir zuhöre. Und das wird dem anderen zur Verfügung gestellt. Und das kriegen die sonst nirgends, dass der andere ehrlich sagt, was es hervorruft im anderen, wenn ich meine Wirklichkeit zum Ausdruck bringe. Wir wissen dann ja nicht, woran liegt es, dass es bei dem das hervorruft. Ne? Und dann fangen die aber einen Dialog darüber an, zum Beispiel mit Hilfe solcher Konzepte, das dazu führt, dass sie eine Studiengemeinschaft bilden, was eigentlich zwischen ihnen da läuft bei der Entwicklung von Wirklichkeit. Und das hat natürlich ganz viel mit Aufmerksamkeitslenkung zu tun. Und da möchte ich vielleicht an dem Punkt auch nochmal was sagen, was mir so wichtig ist. Das ist ein Ansatz für Kulturbildungsprozesse, weil es ist einfach zu kompliziert, jeden Einzelnen kompetent zu machen, optimal zu kommunizieren. Wenn aber jemand in einer Umgebung ist, in der eine gute Kommunikationskultur ist, dann wird sozusagen ganz automatisch der bessere Teil, der kompetentere Teil in ihm wachgerufen und kommt in den Vordergrund und wird miteinander vernetzt. Also in der Theatermetapher, auf die wir später noch kommen, heißt es, die Leute nicht endlos auf die Schauspielschule schicken, sondern eher Inszenierungen so machen, dass jeder, der Grundkompetenzen hat, in kürzester Zeit im Zusammenspiel mit den anderen versteht, wie hochwertig gespielt und zusammengespielt werden kann. Und das ist ein Grund, aber da würde ich jetzt sehr weit vorausgreifen, warum wir auch Schulungen nicht gern mit Einzelnen machen, die aus verschiedenen Organisationen sind, weil wenn die zurückkommen, können die das nicht transportieren, sondern dass wir solche Schulungen mit denen machen, die auch nachher wirklich zusammenarbeiten und das durch Rahmungen von ihrer Situation und in ihren Rollen, dass sie nicht für irgendwas lernen, zusammenzukommen, sondern zum Beispiel in einer Führungsbeziehung. Und da muss statt vorher einen bestimmten Ich-Zustand in beiden zu aktivieren, wird in beiden ihr Bewusstsein für ihre Führungs- und geführten Rolle und das Zusammenspiel geweckt. Und innerhalb dessen führen wir dann solche Dialoge. Die werden vorfokussiert, sodass aus den Hintergründen nicht irgendwas kommt, vielleicht emotionsbeladen, sondern etwas, was mit der Rollenbeziehung zu tun hat, die dann auch nachher gemeinsam wirklich gelebt werden muss. Also in the role, on the job, near the work. Ich habe im Rahmen mit dem Kontakt mit Milton Erickson meinen lieben langjährigen Freund Gunter Schmidt kennengelernt. Wir sind heute noch sehr befreundet. Und er hat ja einen eigenen hypnosystemischen Ansatz entwickelt und ganz viele kennen ihn ja aus seinen unendlich vielen Vorträgen und Bändern und Ähnlichem. Wen das interessiert, das findet man auf unserem YouTube-Kanal auch kostenlos. Gespräche über Schlüsselerlebnisse, alle möglichen Fragen rund um Beratung, Coaching, systemische Therapie. Sie finden das dort. Ja, das ist das Letzte, ich habe es schon genannt, was mir durch die Vielschichtigkeit von Kommunikation und Steuerungsprozessen klar geworden ist, man kann das nicht analytisch abdecken. Es sollte Oberflächen geben, die sich eignen, Hintergründe angemessen anzusprechen, ohne dass man genau weiß, wie man sie anspricht, aber einzuladen. Das heißt, es gibt eine Logik, welche Storys man erzählt, die Rahmen nämlich. Also es ist, dass man kann nicht einfach irgendwelche, was einem gerade einfällt, Storys erzählen, weil man kann auf der Story-Ebene wie auf der Traumebene genauso viel Verwirrung stiften wie auf der bewussten Ebene. Das ist nicht besser, nur weil es auf der Story-Ebene ist oder auf der Traumebene. Und deswegen muss man lernen, das zu tun. Aber
es ist einfach toll, wenn man das, was sich in einem auch durch berufliches Training, durch in Vordergrund geholt haben in einer bestimmten Kommunikationskultur zu sagen hat, und man versteht es aber selbst noch nicht ganz, aber man fasst es in eine Geschichte und erzählt die Geschichte dem anderen und die verstehen darin was und spinnen weiter und so entsteht ein vielschichtiges Kommunikationsgeflecht, von dem alle Beteiligten nur analytisch nur die Oberfläche verstehen, aber sehr wohl spüren, ob sie damit gut unterwegs sind oder nicht. Ja, und damit wäre ich dann am Ende der ersten beiden Schulen, die ich auf diese Weise darstellen möchte. Und jetzt würde ich Sie, kann ich das einfach im Übergang tun oder brauchen Sie irgendwas anderes noch dazwischen? Sonst werde ich einfach meine Stimme etwas absenken, was man analoges Markieren nennt. Und ich werde auf das Du umschwenken, weil man anders als im Englischen, im Deutschen in Probleme gerät, geleitete Fantasien mit Sie zu machen. Und jetzt seid ihr alle eingeladen, es wird sogar das Licht etwas abgedämmt, auch analoge Einladung. Soweit es in diesen Sitzgelegenheiten möglich ist, eine für euch komfortable Position zu finden. Und es gibt ganz viele Namen, unter denen dieses sich orientieren auf sich selbst, auf die eigenen Hintergründe bezeichnet wird. Geleitete Fantasien oder Trance oder Meditation oder was auch immer. Und jeder Mensch hat seinen ganz eigenen Stil, so wie er überhaupt seinen eigenen Stil hat, an solche inneren Orte zu gelangen. Und da hilft, wie Erikson das ja sehr oft getan hat, der Rückbezug auf entsprechende Erfahrungen im eigenen Leben. Beim einen ist es vielleicht ein Lagerfeuer, an dem du damals gesessen bist. Vielleicht war es eine gute Zeit zusammen mit anderen in Gemeinschaft und die Themen sind jetzt irgendwie abgearbeitet und jetzt darf die Aufmerksamkeit sich frei bewegen. Und man schaut vielleicht in die Flamme oder später dann in die knisternde Glut oder das irisierende Spiel des Lichtes in dieser Glut. Aber bei anderen Menschen kann sowas ganz alltäglich stattfinden, zum Beispiel auf einer Autobahnfahrt. Äußerlich ist alles sicher, man kennt den Weg, sodass der größte Teil der Aufmerksamkeit irgendwo hingehen kann, um das, was in einem in Schwingung gekommen ist, was man bisher nicht so bewusst untergebracht hat, dass das jetzt eine Stimme bekommen kann und sich in den Vordergrund schieben darf. Und meine Stimme, die läuft einfach so weiter, du kannst sie einfach im Hintergrund nehmen, um dich zu orientieren, wo wir alle zusammen wieder kommen, zurückkommen und wie wir uns bewegen. Ich verwende dafür manchmal die Metapher einer Führung auf der Akropolis zum Beispiel. Klar ist, dass wir nach einer gewissen Zeit zusammenkommen müssen, um gemeinsam wieder zurückzukehren. Und es ist gut, so weit sich gegenseitig im Blick zu haben, dass man den Kontakt nicht verliert, aber trotzdem, jeder hat seine eigene Sichtweise, seine eigenen Interessen bei einer solchen Besichtigung. Und du warst jetzt, dir wurde jetzt sozusagen eine Überraschungsbesichtigung beschert.
gestern war schon ein sehr lebendiger Tag hier. Du kommst aus deinen eigenen Welten, tauchst in diesen großen Hörsaal ein. Und wenn du dir jetzt ein bisschen diese Ruhe gönnst, dann kann es interessant sein, was von diesen ganzen anderen Welten, die vielleicht noch nicht so viel Beachtung gefunden haben, als erstes in deine Aufmerksamkeit kommt. War es was von gestern, was dich angerührt hat? Oder war es vielleicht eines der Bilder von diesen Schulen der Transaktionsanalyse und der Ericksonischen Hypnotherapie? Und damit wurde ja ein persönlicher Entwicklungsweg von diesem Bernd Schmidt erzählt. Und auch du hast ja deinen beruflichen Entwicklungsweg. Und es kann ganz gut sein, dass es Ausbildungs-, Weiterbildungssituationen gibt oder Momente, in denen du selbst dich auseinandersetzt mit deinen Weiterbildungen, mit deinem beruflichen Entwicklungsweg und mit den Schulen, mit denen du es zu tun hast. Da gab es sicher auch für dich Momente, wo du ein Stück zurücktreten wolltest und schauen, ist es das so? Ist es das für dich? Und mit welchen anderen bist du denn dann zusammen? Und sind das die Gemeinschaften, in denen du dich gut deinem Weg widmen kannst? Und wo warst du mal völlig begeistert und beseelt? Und wo hattest du immer irgendwo das Gefühl, irgendwas passt nicht, aber es gehörte halt dazu. Gab es die Möglichkeiten und die Partner, sich darüber auseinanderzusetzen? Und wenn du so an die letzten 1, 2, 3 Jahre vielleicht zurückdenkst, in welchen Berufswelten hast du dich eigentlich bewegt? Und wie ist dein Verhältnis zu diesen Berufswelten? Wie hat es sich entwickelt? Und in welchen Organisationen hattest du zu tun und was waren deine Rollen dort? Und haben deine Berufswelten und die Welten dieser Organisation zusammengespielt? Oder welche Erfahrungen hast du da gemacht? Hast du das Gefühl, dass du Stärkung und Förderung erfahren hast,
diese Berufswelten und Kollegenwelten und diese Organisationswelten irgendwie zueinander zu bringen. Und dann die Privatwelten, die Familie vielleicht, die Freunde. Spielen diese Welten ganz gut zusammen und du kannst leicht wechseln in deinen Bezügen oder gibt es Verwerfungen? Ein ganzes Kaleidoskop von Fragen. Und es braucht keine ausführlichen Anforderungen. Manches folgt nach. Kann sein, dass heute Nachmittag, heute Abend, morgen, die nächsten Tage die eine oder andere Frage wieder deine Aufmerksamkeit gewinnt. Und aus dieser Orientierung nach innen sind es jetzt vielleicht 2, 3 Erlebnispunkte gewesen, die dir geblieben sind. Und es ist gut, sie für einen Moment im Gedächtnis zu sichern. Weil wir uns dann langsam wieder versammeln werden. Jeder mit seinen ganz eigenen Erfahrungen. Und auch jeder findet seinen Weg zurück in diese mehr wach-lebenorientierte Aufmerksamkeit. Jeder in seiner Art. Und es ist ganz gut, wenn sich in dir vielleicht eine kleine Meinung bildet, was davon du mit deiner Nachbarin, deinem Nachbarn für den Moment bereit bist, einfach zu erzählen, auszutauschen. Nur so 2, 3 Minuten und der andere gibt dir auch eine ganz kurze Spiegelung. Wenn ich dir so zuhöre, dann entsteht in mir Folgendes. Aber nicht interpretieren, nicht diskutieren, nur spiegeln. Und an der Entwicklung der Geräusche hier kann ich merken, dass wahrscheinlich die allermeisten wieder in eine Wachaufmerksamkeit zurückgekommen sind. Und nun bitte ich euch, für 2x3 Minuten euch mit einem Nachbarn, einer Nachbarin auszutauschen. Ganz kurz, was ist geschehen in der geleiteten Fantasie? Und der andere sagt, ah, wenn ich das höre, dann wacht in mir Folgendes auf. Ja, vielen Dank. Wir können leider jetzt nicht Anteil nehmen an dem, was da geschehen ist. In unseren Gruppen tun wir das natürlich. Ich möchte da auch noch mal ganz kurz was zur Vortragsweise sagen. Wir verwenden zu Hause in den Gruppen praktisch kein PowerPoint. Das ist alles ganz anders. Und selbstverständlich ist dort alles sehr viel interaktiver. Aber es wäre, glaube ich, eine Überforderung, in dieser Situation das auch noch gleichzeitig demonstrieren zu können, wie wir das im Alltag leben. Das müssen wir einfach akzeptieren, dass es auch eine andere Situation ist, die auch andere Ausdrucksmittel verlangt. Es war sehr lebendig,
murmelmäßig, wie ich das gehört habe. War es okay, obwohl es kurz war? Okay, schön. Ja, ich... Ach übrigens, wer geleitete Fantasien mag, auf unserer Website im Audio-Download-Bereich hat es Dutzende zu allen möglichen Themen. Da ist dann auch sehr viel mehr Zeit. Und Leute mit Einschlafstörungen können die Sektion nehmen, wo wir die Wiederaufwachphase weggeschnitten haben. Dann kann man dann gleich weiter träumen und das verarbeiten. Alles auf der Website. Ja, ich wurde gebeten, die Zeit zu achten. Das ist auch bei uns wichtig. Zeitdisziplin, Fokusdisziplin und Rollendisziplin sind die drei wichtigen Dimensionen unserer Lernkultur, weil sonst das verteilte Lernen immer zu Schwierigkeiten führt. Und auch in Unternehmen ist es nicht in Ordnung, wenn Arbeitsgruppen nicht sich an die Zeit, an den Fokus und an die Rollen halten, die ihnen zugeteilt waren. Also das üben wir in der Lernsituation so, wie wir es in der Praxis auch nachher brauchen. Zeitdisziplin, Rollendisziplin und Fokusdisziplin. Ich habe das mal in Brasilien erwähnt, nebenbei. Und da war ich erstaunt, dass alle sofort einen Block genommen haben und das aufgeschrieben haben. Ja, Tiefenpsychologie, Jungsche Prägung, das kann ich auch jetzt wirklich etwas kürzer machen. Ich weise nämlich nachher darauf hin, es gibt ein Video auf unserer Website, das ist das meistgeklickte Video. Das ist ein Vortrag von mir an der Universität Heidelberg in der Medizinpsychologie über den Zusammenhang von Jungscher Psychologie und systemischen Ansätzen. Das ist, obwohl es technisch nicht gut gemacht ist, scheint es irgendwie gut anzukommen. Und da mache ich das ganz ausführlich, sodass jeder, der sich dafür interessiert, sich dieses Video kostenlos natürlich anschauen kann. Die Jungsche Tiefenpsychologie begleitet mich schon familiär bedingt seit Jahrzehnten, weil mein Schwiegervater ein begeisterter Jungianer war, sodass ich, als ich ins Haus meiner heutigen Frau gekommen bin, sie war 17, ich war 22, eine intensive Mittagsessenstischschulung in Jungscher Psychologie erfahren habe. Das Wort Psychologie kannte man in meiner Familie nicht. Und er hat sehr gerne gehabt, er war Hals-Nasen-Ohren-Arzt, er wäre gern Jungianer geworden, aber das hat sein Schwager lieber machen wollen und hat ihm die HNO-Praxis aufgedrückt. Und er wurde halt ein HNO-Arzt, aber immer leidenschaftlicher Jungianer daneben. So, die Tiefenpsychologie Jungscher Prägung ist für mich so wertvoll wie die Erikssonsche Betrachtungsweise. Für mich, ich sage es immer, die Jungsche Psychologie ist für mich eine Ganzheitspsychologie und sie ist eigentlich in vielen Dimensionen gar keine Psychologie. Sie ist eigentlich eine Lehre von Lebensprozessen und von der Entwicklung von Lernprozessen. Sie hat sich halt geschichtlich als Tiefenpsychologie entwickelt, Freud, Jung, und man kennt ja diese Geschichten, aber mich hat natürlich auch viel das klassische psychologische, tiefenpsychologische daran interessiert. Aber noch wichtiger sind eigentlich die Lebensprinzipien, die heute in den Organisationswelten und im Umgang, wie die Menschen mit ihrem Leben umgehen, auch eine Rolle spielen können und dort auch genutzt werden können, dass sie etwas über sich lernen. Und ich habe diese vier hier aufgeschriebenen Stichworte für ein paar nähere Erläuterungen ausgewählt. Ganzheitlichkeit, das ist ja so ein schöner Modebegriff, den wir heute immer noch haben. Für mich heißt das zum Beispiel Polaritäten auflösen. Das ist ja gestern in Friedemanns Vortrag auch nochmal sehr klar geworden. Einerseits, andererseits. Und es gibt was Drittes und es muss in Balance gebracht werden. Und natürlich kann es auch sein, dass man nicht nur in Polaritäten gefangen, sondern auch noch in den falschen Polaritäten gefangen ist. Das heißt, man braucht eine Metaperspektive, um drauf zu schauen, geht man da überhaupt mit den richtigen Verständnissen dran? Und wenn ja, sind die balancefähig oder sind die eigentlich zu polar oder zu dual aufgebaut?
Und dann ist es selbstverständlich wichtig, auch im Organisationsarbeit heute, dass man zum Beispiel die einen, die immer Fortschritt und voranschreien und die anderen kriegen das laufende Geschäft nicht mal gebacken, die als Bremse angesehen werden, während die anderen als Spinner angesehen werden. Da kriegen wir ja auch solche Quadratüberlegungen, dass man dann Wege findet, die Seiten zu würdigen und in eine gute Balance zu bringen. Und dann entsteht etwas Drittes daraus. Und das ist für mich ein Weg auf Ganzheitlichkeit hin. Schön finde ich das Wort, das ist mir beim Vorbereiten nicht eingefallen, jetzt fällt mir es gerade ein. Der Entwicklungsweg ist kein Glücksweg, sondern ein Heilsweg. Also entscheidend ist, dass man immer weitere Aspekte des Lebens, die von außen einen herausfordern oder die auf der Seele aufwachen, dass man die mit hinzunimmt. Also es geht nicht um Vollkommenheit, es geht um Ganzheitlichkeit. Und jeder in seiner Weise ist aufgerufen, im Lauf seines Lebens eine gewisse Ganzheitlichkeit auf diese Weise zu erfahren. Und ich sage immer, das ist die Aspekte, das heißt die Ergänzung um neue Aspekte, und manchmal kommt derjenige selbst nicht drauf, und ich finde es völlig in Ordnung, auch da habe ich mich gefreut, gestern da mit dir an einem Strang zu ziehen, dem anderen Vorschläge zu machen. Also Lebenserfahrung einzubringen, muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Und die meisten Menschen mögen es auch, obwohl viele Beratungsphilosophien sagen, man darf es nicht. Also wenn der andere alles selber machen muss und kann, dann braucht er keine Beratung. Beratung brauchen wir, wenn wir genau das alles nicht können. Und das sollten wir uns trauen, erfahren, geschützt durch Supervision und alles, Menschen auch durch unsere Wesensschau, zu der wir in der Lage sind, Entwürfe anzubieten, mit denen sie sich auseinandersetzen können, und sie müssen das nicht alles selbst neu basteln. Es gibt auch einfach eine menschliche Erfahrung, die wir auf diese Weise weitergeben sollten, und das dürfen wir uns auch trauen. Nicht autoritär, ist klar. Toll finde ich, zum Beispiel aus der jüngsten Psychologie in der Traumarbeit. Es gibt auch ein Buch darüber, ich glaube, ich habe es nachher irgendwo abgebildet, gibt es auch draußen. Ich habe das weiterentwickelt zu einer systemischen Arbeit mit Träumen. Die subjektstufige Deutung und die objektstufige Deutung. Wichtig daran ist mir die Verschränkung von Individualität und Innenschau mit Wahrnehmung und Umgang mit Außenschau und Gesellschaft. Also zum Beispiel, ich träume von einem bösen Chef. Subjektstufige Deutung kann sein, das ist mein Traum, das ist der Chef in mir, also muss ich mich mit dieser Seelenkraft in mir innerlich auseinandersetzen. Kann eine wichtige und gültige Ebene der Deutung sein. Aber es kann auch sein, dass ich tatsächlich von einem Chef draußen, der eigentlich unauffällig ist, und doch gibt es eine moralische Instanz in mir oder eine empfindliche Instanz, die den als böse erlebt, und dann darf es auch wirklich der Chef draußen sein. Und dann ist wichtig, dass ich das wahrnehme und Wege finde, mich draußen in dieser Dimension auseinanderzusetzen, und dass wir nicht Methoden entwickeln, die das alles nach innen richtet und in Innenverarbeitung macht, weil wir die Leute sonst impotent machen, mit der Welt draußen umzugehen. Und das ist am Ende gesellschaftlich das Wichtigere. Und die objektstufige Deutung war für mich, und das fand ich ganz faszinierend, auch der Weg in ein Kulturverständnis, in ein Befragen von Kultur. Also ich träume von einem Ofen. Jetzt kann ich natürlich sagen, wo in deinem Leben hat ein Ofen eine Rolle gespielt. Aber ich kann, wenn ich da nicht, oder sagen wir Rom, das ist einfacher. Rom sagt mir nichts, ich war auch noch nie in Rom. Dann sagen, okay, dann kann man auf eine andere objektstufige Deutungsebene fragen, was ist Rom in unserer Kultur? Also da entsteht ein Traummotiv, das durch Rom symbolisiert wird. Und weißt du was darüber? Und dann kann es sein, dass derjenige durchaus Ideen hat, was Rom eigentlich in der Kulturgeschichte bedeutet hat. Das kann kulturell sein, das kann von Machtorganisation her sein, das kann von allem Möglichen her sein, sodass die Menschen lernen,
das sich in ihnen abbildende symbolische Kulturgut nicht nur als subjektive Projektion zu verstehen, sondern auch als ein Verständnisprozess von Kulturwissen, das in uns transportiert wird. Und Jung war ja der Meinung, kollektives Unbewusstes, dass auch Kulturwissen phylogenetisch, ontogenetisch sich in den Menschen manifestiert, auch wenn sie keinen biografischen Zugang an der Oberfläche dazu haben. Und ich schreibe ja viel, mittlerweile auch essayistisch, und also nicht nur fachlich. Und in mir entstehen Figuren, die können nicht aus meiner Sozialisation sein. Also ich lerne in meiner Seele gespeichertes und rudimentär sich aktivierendes Kulturgut durch Dialog, Amplifikation nennt man das in der jüngsten Traumarbeit, durch Befragung zu aktivieren und dadurch auch mich als Kulturwesen kompetent zu machen und nicht nur als jemand, der sich selbst versteht und den Zusammenhang herzustellen. Und da ist die jungsche Psychologie für mich außerordentlich fortschrittlich immer gewesen. Und von daher auch das Lernen von Symbolverständnis. Und da geht es nicht darum, feste Deutungsschemata zu lernen, sondern es ist natürlich, deswegen habe ich hier den Hai, es ist natürlich ganz schön, wenn man weiß, dass der Hai aus der Zeit der Dinosaurier ist und eines der ältesten biologischen Wesen ist, das sich relativ unverändert über 600 Millionen Jahre gehalten hat. Und dass wenn in meinem Traum ein Hai auftaucht, da kann ich mich natürlich fürchten. In dem Traumbuch werden solche Beispiele dargestellt oder in diesem Buch, das hier unten erwähnt ist, und der Haifisch, der hat Zähne. Bei einer Klientin, wo ich eine Beratung mache, die eine Begegnung mit einem Hai hatte. Aber das wäre die objektstufige Deutung. Ja, da ist der Hai draußen und du hast Angst und all diese Sachen. Aber dass dieser Hai dich nicht loslässt, es gibt ja einen Grund, warum die Seele Dinge behält und andere Dinge durchlaufen lässt, hat etwas damit zu tun, dass du dich mit diesem Symbol vielleicht ins Benehmen setzen solltest. Und was kann dir dann Besseres passieren, als mit einer Seelenkraft dich ins Benehmen setzen, das 600 Millionen Jahre überleben konnte? Und das kann zum Beispiel in der Beratung einer Führungskraft, das am Ende immer mit zu weichem Rückgrat geblieben ist, eine enorme Stärkung bedeuten, mit einem solchen Hai sich ins Benehmen zu setzen und Seelenkräfte, die hier noch sehr archaisch zum Ausdruck kommen und die dann durch Traumentwicklung sich immer mehr vermenschlichen und verindividualisieren, bis der auch den Hai hat und jeder weiß, er kann auch beißen, ich kann ihn nicht so leicht aufs Kreuz legen. Und das ist die Rückzugsposition, dass wir zusammen eine gute kooperative Kultur haben. Weil die ist nicht auf Schwäche, sondern auf potenzielle Stärke basiert. Also ich zeige Ihnen nur da diese Zusammenhänge und diese Schattenintegration, also was in meiner Seele vielleicht bisher noch nie aufgewacht ist, aber jetzt wacht es auf, es begegnet mir draußen und es berührt mich. Ich sage immer, ich stelle mir die Seele vor wie ein Fischernetz, das in Tiefen geht, die wir nicht kennen und wir sehen nur die Bojen oben. Aber wir können studieren, wie unsere Seele gebaut ist und wie die aktuellen Fragen unserer Seele gebaut sind, indem wir studieren, was in dem Netz hängen bleibt. Weil wir haben Millionen von Eindrücken und Erlebnissen die ganze Zeit und die meisten rauschen durch. Aber es bleiben Dinge hängen und die haben etwas damit zu tun, wie wir sind. Und deswegen können wir auf diese Weise auch ein bisschen mehr über die Struktur unserer Seele erfahren. Und wenn da ein Hai hängen bleibt, ist das gar nicht so schlecht für manche Belange. Archetypen, das ist mir auch nochmal wichtig, die Systemiker haben es da so viel mit Mustern. Die Archetypen waren immer schon die Grundmuster der Evolution, also Feuer, Wasser, Animus, Anima, das kennen ganz viele. Das sind aber in erster Linie mal zwei Prinzipien, die vielleicht durch Mann und Frau in verschiedener Weise vertreten, sich ins Benehmen setzen, wenn Mann und Frau mal wieder Streit haben. Also Grundprinzipien der Erscheinungsformen und der Begegnungsformen zu verstehen, ist außerordentlich hilfreich, weil ich dann auch zum Beispiel die Art der Einrichtung eines Büros unter archetypischen Gesichtspunkten mir anschauen kann.
als Ausdrucksform von Begegnung von Kultur und das nicht alles zu sehr psychologisiere. Also archetypische Analysen sind auch sehr gut weit über das, was man klassisch als Psychologie versteht, hinaus Verständnisfragen zu wecken. Spiegelung, ein ganz wichtiger Begriff, den es natürlich in vielen anderen Formen auch gibt, von einem operationalen Feedback an der Oberfläche. Wir sagen aber lieber Spiegelung, weil Sie erinnern sich vorher an das Bild Dialogmodell der Kommunikation. Das ist alle Sprach- und Ausdrucksfähigkeiten, mit denen wir einander mitteilen und aufmerksam sind, wie wir aufeinander reagieren. Was in uns geweckt wird durch die Begegnung mit dem anderen und die Wechselwirkung. Und dann versuchen zu sortieren, was daran ist meins, was ist daran deins und was ist unser beides und wie spielt es zusammen. Und egal, wo wir es genau einordnen, wenn wir merken, es beeinflusst die Wirklichkeitsgestaltung an der Oberfläche, wie können wir gut damit umgehen? Also es geht nicht um die richtige Deutung, sondern um das Verstehen. Und Sie kennen alle Situationen, in der hinterher es gut gelaufen ist und Sie wissen nicht warum, oder in denen es schief gelaufen ist und Sie wissen nicht warum. In unseren Weiterbildungsgruppen erfahren Sie das. Also wir simulieren zum Beispiel Bewerbungssituationen und dann sagen die anderen mal wirklich, warum sie dich genommen haben und nicht genommen haben. Und dann erfährt man Dimensionen, die natürlich arbeitsrechtlich nie durchgehen würden, aber die entscheidend sind. Und wir versuchen von daher eben auch Spiegelungsformen in Assessments einzuführen, um dieses unselige Formalisieren an der Oberfläche, durch das hindurch man irgendwie was regelt, was eigentlich diese Hintergrundprozesse wirklich meint. Und im Guten wie im Schlechten, aber es kann auch sehr gut sein, weil man dann sehr viel mehr versteht, dass das Eingang findet und sein darf. Wir stoßen da natürlich an viele gesellschaftliche Konventionen bis hin zu arbeitsrechtlichen und mitbestimmungsrechtlichen Fragen, ob man das eigentlich darf. Aber es würde viele fehlleitende Umständlichkeiten in unserer Gesellschaft auch verändern, wenn wir das, was wirkt, auch offiziell machen dürften. Ich möchte da einen Begriff von Peter Schellenbaum, den ich auch sehr verehre, hervorheben, der sich ja viel mit Spiegelkommunikation beschäftigt hat. Das ist die Leitbildspiegelung. Da geht es zum Beispiel um die Fragen der optimalen Leitbilddistanz. Da ist der andere, sei es das andere Unternehmen, die andere Abteilung, der andere Mensch, der Kollege, der ist in einer Dimension mir ein Leitbild. Wenn die Distanz zu groß ist, dann kann sein, dass ich geblendet werde für mein eigenes mich aufmachen, diesem Leitbild gemäß, was zu mir passt. Und ich kann in Verehrung gehen und versuchen, per Identifikation mich dessen zu bemächtigen, was ich da so toll finde. Und das ist aber kein guter Entwicklungsweg. Das kann vorübergehend wichtig sein. Aber dann ist wichtig, wie man diese Identifikation wieder in einen Umgang mit sich selbst in diesen Dimensionen verwandeln kann. Triffst du den Buddha unterwegs, töte ihn. Und ich fand dieses Bild in Indien, glaube ich, aufgenommen zwischen diesen beiden Mädels. Hatte ich das Gefühl, das ist eine gute Leitbilddistanz. Wenn sie zu gering ist, ist sie bedeutungslos für Leitbildprozesse. Wenn sie zu groß ist, kann es nicht überwunden werden. Daraus leiten wir auch didaktische Konzepte ab. Also wer in der kollegialen Beratung mit wem wie in eine Beratung geht. Wenn wir jemanden, der gerade das Einmaleins der Kommunikation lernt, von dem können wir nicht als Vorbild jemanden, der komplexe Organisationsentwicklungsprozesse steuern kann, obwohl er das eigentlich lernen müsste, weil er dafür in seinem Unternehmen eingestellt ist. Da ist die Leitbilddistanz zu groß, da kommt er nicht hin. Da haben wir also pädagogische Taktikfragen, wie wir das eigentlich hinkriegen können, das zwar so schnell wie möglich, aber auch irgendwie leistbar, ohne dass dieser Faden reißt, hinzukriegen. Überhaupt Lernen voneinander ist mir ganz wichtig. Und da habe ich, weiß gar nicht mehr wo, Nordafrika, das Bild, das hängt in manchen Grundschulen mittlerweile, das ist Bild 1.
Und das ist Bild 2. Also vielleicht nochmal zurück. Interessant ist es, dass sich das einigen Lehrern gezeigt haben und die haben gar nicht verstanden, wovon das erzählt. Da habe ich dann wieder was nicht verstanden. Ein anderer Begriff, der mir sehr wichtig ist, ist die Individuation. Und auch das hat Frido ja gestern als einen wichtigen Weg gekennzeichnet, der Einzige zu werden, der man sein kann. Werde der du bist und der du werden kannst. Ich möchte es gerne auch auf Gemeinschaften und auf Kulturen ausdehnen. Gut daran ist zunächst mal, was mir auch immer geholfen hat bei der jüngsten Psychologie, ist die finale Betrachtung. Also nicht zu gucken, wie bist du jetzt das noch nicht ganz emanzipierte Geschöpf aus deiner Biografie, sondern wie bist du jetzt eine noch nicht ausgegorene Form von jemandem, der du werden kannst. Und wie können wir Maßnahmen ergreifen, dass du das, was du werden kannst, auch wirst. Und dazu müssen wir erstaunlich wenig in die Biografie zurück. Das ist eine Gewohnheit, die wir aus einer bestimmten Form von Psychotherapie gelernt haben, die manchmal sehr wichtig und sinnvoll ist, aber die sehr oft einfach unnötig ist. Aber wenn sie gewohnheitsmäßig aktiviert wird, begeben wir uns sozusagen schuleninduziert auf unnötige Fehlwege. Also auch da ist wichtig, und ich unterstütze das sehr, dass Beratungswissenschaft, Wirklichkeitswissenschaft, dass die sich emanzipieren von der Dominanz bestimmter Psychotherapie, Deutungswelten. Motivation, Biografie sind deren Hauptfoki. Für die allermeisten Arbeiten im pädagogischen und organisatorischen Bereich braucht man beides nicht. Das sind ganz andere Fragen, die dort geweckt werden müssen. Also etwa in einem Unternehmen, in dem sich der Unternehmensgründer, einer der Unternehmensgründer erschossen hat, ich habe da mal eine Beratung in Österreich und so gemacht, wo das, was dort unausgegoren ist, immer noch irgendwie schwelt in der Unternehmenskultur bei der Frage, darf man jemanden kündigen, wie viel Klarheit darf man zeigen und so weiter. Da ist es wichtig zu gucken, wie kann diese Abteilung einerseits einem familiären Erbe, das in diesem Familienunternehmen eine Rolle spielt, gerecht werden, aber andererseits trotzdem zu dem werden, was es als Hightech-Unternehmen in einer bestimmten Wirtschaftswelt werden muss und auch werden kann. Und wie kann man diese Deutungsebenen und Steuerungsebenen irgendwie zusammenbringen? Professionelle Individuation. Wer kannst du werden in deinem Beruf? Und das ist einfach erstmal noch was anderes als in deinen Privatwelten. Und man kann auch gar nicht alle Fragen gleichzeitig stellen. Und uns ist ganz wichtig, deswegen nennen wir unsere Weiterbildung, zweijährige Weiterbildung berufsbegleitend, Professionalisierungen. Es geht nicht nur um Kompetenzerwerb, es geht um Identität mit einem bestimmten Berufsfeld und mit Berufswelten. Und das ist nicht eine Sache der individuellen Erfindung, dazu braucht man auch Kenntnisse über die Entwicklung von Berufen in unserer Gesellschaft. Das heißt, jemand, der sich da berufen fühlt, darf nicht nur Nabelschau-Psychologie in der Hinsicht machen, sondern der muss auch einfach wissen, wie die Welt sich da entwickelt. Nicht um die Antworten zu geben, aber um Fragen zu stellen, auf die der Mensch bei der Klärung, wer könnte er denn sein in 10 Jahren, gar nicht kommt. Also wir brauchen da Überlieferungen und Handreichungen. Und das Gleiche gilt für Unternehmenskulturentwicklung, etwa im Bereich der Digitalisierung. Also wie kann ein Unternehmen einerseits die digitale Entwicklung mitmachen, andererseits so persönlich verantwortlich, wie diese Kultur gewachsen ist, miteinander bleiben. Wenn man das nicht tut, bewahrt man nicht etwa die Humanität. Mir fällt jetzt gerade ein, zum Beispiel der Zusammenschluss von Hypobank und Vereinsbank vor 20 Jahren. Die Hypobank, das waren die Menschen, die Humanen. Die Vereinsbank waren die Banker. Und diese Fusion wurde gemacht und die wurde nicht kulturell angemessen bedacht und begleitet, was schlicht dazu geführt hat, dass die Vereinsbank in der sich entwickelnden Marktwelt zu dieser Zeit den Tonangebende wurde, war auch die größere, und die Kulturerrungenschaften der Hypobank sind hinten runtergefallen.
Also Sie sehen, da kommen wir in Dimensionen von Rahmenbedingungen schaffen fürs Humanum, die weit über Individualtraining und über individuelle Selbsterforschung hinausgehen. Also da kommen wir zur Humanität, zur Kommunikation und zur Kultur von außen nach innen, neben dem, dass wir von innen nach außen gehen. Und um diese Perspektiven müssen wir zumindest in unserem Bereich unbedingt unser Angebot erweitern, weil wir sonst Leute, die in so hochkomplexen Anforderungen stecken, die zahlen bei uns einen Haufen Geld. Aber noch wichtiger ist, die sind in der Zeit nicht im Betrieb. Und dass sie das investieren, das würden die nicht tun für Innenschau. 12 mal 3 Tage über 2 Jahre. Das tun die nur, wenn wir ein hochkomplexes, integriertes Angebot bieten und zwar nicht sagen, da gibt es vielerlei, sucht euch selber was zusammen, sondern wir machen ein Programm, das jedem die Chance bietet, das in seiner Weise zu integrieren. Und weil das so ganz verschieden ist bei allen Teilnehmern, müssen wir Arbeitsformen finden, dass die das selbst miteinander können, weil das kann ein Lehrtrainer gar nicht. Ja, wen solche Dinge mehr interessieren, wieder unser YouTube-Kanal, oben ist die Adresse. Das rechts ist ein Beispiel von, da habe ich einen Personalchef, der nicht ernannt wurde, weil ihm das Standing nicht zugetraut wurde, über 3 Jahre nur mit Traumarbeit begleitet, 7 Sitzungen in 3 Jahren. Und er wurde dann zum Personalchef ernannt. Und dieses Beispiel ist zum Beispiel in Träumen im Karrierecoaching ausführlich dargestellt mit selbst zwischenreflektieren, um sich ein Stück auch selbst aus der gestaltenden Position in diese Dynamiken einzudenken. Wer Liebe liest, rechts habe ich den Titel von dem entsprechenden Buch abgebildet, Systemische Traumarbeit zusammen mit der Philosophin Andrea Günther. So, dann, und da hören wir heute Nachmittag, glaube ich, mehr, dann kann ich deswegen das noch mehr straffen, systemische Ansätze. Hier sind die 4 Punkte, die ich hier jetzt erwähnen möchte. Es gibt ganz viel. Auch da kann ich nur auf das Buch verweisen, das ich mit dem Andreas Kanig zusammengeschrieben habe, das es auch draußen gibt, Einführung in systemische Konzepte der Selbststeuerung. Das Entscheidende am Systemischen, und für mich ist das Systemische nicht daneben, für mich ist das Systemische eine Metaperspektive auf alles. Wie man heute so schön sagt, ein Mindset, aus dem wir auf alle Erfahrungs-Know-how und Konzepte, die es gibt, die wollen wir gar nicht missachten, zugreifen kann, aber man identifiziert sich nicht mit denen, sondern sieht in denen Instrumente, die man vielleicht verwenden kann, um was Gutes zu machen und wenn sie nicht passen, weiterentwickeln kann. Man lernt, man versteht die Logik der Instrumente, denn auch Konzepte sind nichts als geronnene Hypothesen, wie Zusammenhänge sein können und müssen ständig weiterentwickelt werden. Und ich finde es eine Schande, wie wenig sich die programmatische Entwicklung der verschiedenen Schulen weiterentwickeln. Die meisten entwickeln sich praktisch sehr gut weiter. Aber wenn man sie fragt, wer bist du denn, erzählen sie den Schluss vor 20 Jahren, den man ihnen in der Weiterbildung beigebracht hat. Also wir haben ein massives Defizit an konzeptueller Selbsterklärungsentwicklung, auch in den Verbänden. Und da tun wir einiges, um auf dem Gebiet zu arbeiten. Also die Beobachterperspektive und die Steuerung. Wir sagen immer, wenn wir mit jemandem Beratung machen, ich werde relativ bald dich fragen, inwiefern ist das, was du mir schilderst, ein Problem der Steuerung? Ich habe mal, ein TA-Lehrer hat mir mal gesagt, du musst lernen zu unterscheiden, a situation to be in and a problem to be solved. Und wenn es nur darum geht, dass du mir was erzählst, wo du drin bist, wo es gar nichts zu lösen gibt, ist ein ganz anderer Fall, als wenn es etwas zu lösen gibt. Also die Dimension der Selbststeuerung, und zwar nach innen, nach außen im Verhalten und bezogen aufs Kollektiv und bezogen auf den Kontext. Diese Dimensionen sind ja gestern auch immer wieder erwähnt worden. Und nachdem ich nicht alles in der Selbststeuerung diskutieren kann, muss ich ja mit der Zeit
Lernen so zu fokussieren, dass das im Moment am wahrscheinlichsten, am relativ wichtigsten auch wirklich in den Fokus kommt. Und dass das auch eine Gemeinschaft in der Ausbildungskultur tut, dass nicht jeder, der strickt und sagt, ich habe da jetzt ein Gefühl, Vorfahrt hat, wenn gerade die Frage einer taktischen Positionierung in einem Organisationsentwicklungsprozess dran ist. Da ist nämlich das im Moment zwar ehrenwert, aber nicht wichtig. Also weil wir immer mit viel zu knappen Ressourcen arbeiten, müssen wir wirklich das Fokussieren lernen. Und dazu brauchen wir Metapositionen. Und es ist nicht nur eine Frage des Einzelnen, sondern auch eine Frage der gemeinschaftlichen Steuerung. Kommunikation als Kulturbegegnung. Das ist meine Frau, ich glaube auch neben Iran war das, nicht in Indien. Und das klappt ja auf einer Ebene ganz gut. Man wird feststellen, dass wenn man dann versucht zusammen zu leben, ganz vieles, was man fantasiert, dass der andere teilt, plötzlich beim anderen ganz anders ist. Und das drückt sich rechts aus in einem unserer vielen Modelle, die wir entwickelt haben. Das ist das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation. Also wir brauchen andere Modelle für Persönlichkeit und für Kommunikation und für Problemlösung. Wir dürfen nicht einfach die aus der Psychotherapie adoptieren. Und das ist zum Beispiel so eins, dass der Rechnung trägt, was man eben im Systemischen besonders betont hat, dass jeder erstmal zu 99% in seiner eigenen Welt lebt und auf sich bezogen ist. Und das eigentlich erstaunlich ist, dass sie überhaupt zu einer gewissen Gemeinschaftswirklichkeit in der Lage sind. Und deswegen ist die professionelle Begegnung nicht das Selbstverständliche, das gilt nur in einem sehr engen gemeinsamen Kulturraum, sondern eigentlich das Erstaunliche, dass es überhaupt möglich ist. Und Kulturbegegnung heißt in dem Fall nicht nur Iran, Deutschland, sondern es kann auch Männer, Frauen, Personalentwickler, Techniker, Marktstrategen versus Produktlinien, Konzipierer sein. Wir stellen uns da vor, dass ein Unternehmen eigentlich ein Marktplatz der Begegnung von Professionswelten mit ihren eigenen Logiken ist. Da haben wir wieder das Drei-Welten-Modell. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir kapieren, dass wir erstmal nicht automatisch jeder, da rufe ich immer Gelächter hervor, wenn ich das sage ich hier auch mal, ich hoffe, Sie lachen auch. Eigentlich, und das darf auch jeder, handelt jeder nach dem Prinzip, sieh's wie ich, so ist es richtig. Und mach's wie ich, so ist es gut. Darf man, aber man muss merken, wenn es nicht passt. Und wenn das rigide gehandhabt wird zwischen Abteilungen, zwischen unterschiedlichen Unternehmensteilen, im Verband zwischen den einen, die stärker auf Kassenabrechnung fokussieren, während die anderen, die gern das freie Einzelleben haben wollen, welche, die mehr Kliniken nach einer bestimmten Logik aufbauen wollen, versus welche, die eine Privatpraxis machen wollen. Da kommen ganz unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Selbstverständlichkeiten zusammen und jeder weiß, wie oft das schief geht, dass die sich überhaupt mal auf eine gemeinsame Ebene begeben können, dass sie überhaupt wissen, worüber sie reden. Und dieses Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation weckt eine bestimmte Haltung. Wirklichkeit als Inszenierung, auch was ganz Wichtiges, Systemisches, die wirklichkeitskonstruktive Perspektive. Eines der vielen Modelle, das wir regelmäßig verwenden, sowohl für die Persönlichkeitsarbeit wie für die gemeinsame Inszenierung von Wirklichkeit, ist die Theatermetapher. Das werde ich jetzt Ihnen nachher gleich nur noch als Hausaufgabe geben können. Bin doch mit der Zeit nicht so gut hingekommen. Aber das versteht jeder ohne jegliche psychologische Vorbildung, wenn man sagt, guck mal, was sind eigentlich deine typischen Rollen? Was denkst du denn, was du für eine Rolle spielen willst? Wie verstehst denn du das Stück, mit dem du mit den anderen gemeinsam spielst? Wenn du dir dein Leben anguckst, auf welchen Bühnen spielst du, in welche Stücke spielst du, welche Rollen spielst du, welche Art von Inszenierung ist die deine? Wir machen dann auch Präferenzanalysen für Wirklichkeitsstile. Weil es gibt Leute, die können, da passt alles nur, dass sie eigentlich für eine Werkstatt inszenieren, während andere für die brokat behangene Großbühne wollen. Und dann wissen die aber nicht, was falsch ist, weil die Stimmigkeit nicht da ist. Und dieses Schema hilft,
Menschen sofort sich gegenseitig zu spiegeln, die Eindrücke voneinander zu schildern, welche Story sie beim anderen immer wieder durchhören und welches Thema dem immer wichtig ist und welche Rolle er einnimmt und ob die Rolle eigentlich zu dem passt, wie die offizielle Rolle in der Organisation ist. Und es ist ein Kommunikationsinstrument, das sowohl für Persönlichkeit wie für gemeinsame Inszenierung von allen Menschen sofort benutzt werden kann, weil es an ein gemeinsames Kulturverständnis von Theater oder Kino, man kann das dann abwandeln, andockt. Und es wird noch nicht mal als intim oder übergriffig erlebt, weil jeder das Gefühl hat, da kann man drüber reden, obwohl das oft dann sehr intim wird, was man sich dann gegenseitig spiegelt. Und man kann, und das ist eines der Prinzipien der Konzepte, die wir entwickelt haben, dass die auf der Individualebene in der gleichen Logik ohne Bruch auf die kollektive Ebene und auf die gesellschaftliche Ebene übertragen werden können, sodass die Menschen nicht, wenn sie die Aggregatsebene wechseln, auch die Konzepte und die Vorgehensweisen wechseln müssen, sondern das ist aus einem Guss und alle kennen diese Konzepte und Vorgehensweisen, sodass die nicht jedes Mal wieder damit beschäftigt sind, ihre eigene Methodik und Sprache zu klären, sondern die können sich dann wirklich mit der Inszenierung, um die es geht, beschäftigen. Und wenn sie im Organisationsbereich oder sonst in Kollektiven arbeiten, merken sie, wie enorm ineffizient es oft ist, dass man eigentlich hauptsächlich mit dem Ausräumen von Missverständnissen beschäftigt ist. Dass man endlos überhaupt nicht dazu kommt, über die Sache, zu der man zusammengekommen ist, konstruktiv zu reden. Und wenn einem das auch klar ist, dann kann man zum Beispiel bei einer Unternehmensfusion mit der Theatermetapher sehr viel über die Gewohnheiten der Inszenierung im einen und im anderen Unternehmen, Rollen, Stories, Thema und all diese Sachen, und wie das zusammenkommt und was man doppeln möchte und was wegfallen muss und wie die Prozesse dann sein sollen. Also eines der vielen Konzepte, das uns ein bisschen, das sehr pragmatisch Menschen ohne Interesse in unserem Berufsstand gebildet zu werden, sofort ermöglicht, das Know-how unseres Berufsstandes für sich zu nutzen. Und das braucht es heute, sonst werden wir nicht mehr gehört. Ja, das habe ich schon gesagt, das brauche ich nicht wiederholen. Persönlichkeit, die unverwechselbare Eigenart lebe ich in der Art, wie ich meine Rollen lebe, meine Bühnen auswähle, meine Kompetenzen dort zum Einsatz bringe. Das ist didaktisch einfach ein anderer Fokus für Weiterbildung, als dass ich das Eigentliche an mir herausfinde, von dem dann keiner genau weiß, was das ist und wo das hingehört im wirklichen Leben. Beispiel dafür, und damit schließe ich dann gleich auch ab, ich könnte noch über Leadership vieles sagen. Konsequenz zum Beispiel bei uns ist, dass wir sagen, Leadership-Training als Individualtraining ist Unsinn. Leadership muss eigentlich immer Beziehungstraining sein. Es sollen reale Führungsbeziehungen kommen. Und es gibt nicht die richtige Führung, es gibt nur die funktionierende Führung. Und ob und das funktioniert und wie, das weiß man nur, wenn man die ganz konkrete Beziehung, beziehungsweise wenn es nicht nur zwei sind, die ganze Führungskette in einem Unternehmen. Da gibt es die offizielle Führungskette hierarchischer Art und dann gibt es vertikale Führungsketten. Und es müssen Impulse durch die ganzen Ketten laufen in arbeitsteiligen Gesellschaften, weil sonst Führung nicht stattfindet. Das ist keine Frage von nur einer individuellen Verständigung zwischen zwei Privatidentitäten. Und entsprechend haben wir zwei Kompetenzformen entwickelt. Das eine ist für Individuen. Professionelle Kompetenz ist Rollenkompetenz. Kannst du im Wesentlichen die Rolle, die du spielst. Kontextkompetenz, verstehst du, was dort läuft, wo du arbeitest? Manche Leute wollen immer noch mehr Rollen lernen und Coach werden und sonst was. Das Problem ist aber nicht, dass sie nicht genügend soziale Kompetenz haben. Man kann immer was dazulernen, man kann immer Betroffenheit erzeugen. Aber ob es relevant ist, das ist ja die Frage. Oder sie missachten oder verstehen nicht genug von dem Kontext, in dem sie sich bewegen. Und dann geht's, oder sie könnten das, aber es passt nicht zu ihnen. Also Passung stimmt nicht für sie.
Sie wollen eigentlich gern den Job machen, weil er gut bezahlt ist. Sie wollen ihn aber nicht machen, weil er ihnen persönlichkeitsmäßig fremd ist. Und deswegen ist es multiplikativ verknüpft. Also wenn einer dieser drei Faktoren gegen Null geht, geht die Gesamtkompetenz aus Sicht fürs Unternehmen und für das Wirksamkeit im Unternehmen gegen Null. Das hilft einem auch, taktische Entscheidungen zu treffen, was die Leute eigentlich als nächsten Schritt zur Ganzheitlichkeit machen sollen. Und da kommen Leute zu uns, die wollen noch eine Rolle und noch ein Berufsfeld dazu lernen. Und denen sagen wir, was du brauchst, ist, dass du verstehst, wo du arbeitest, wie dort der Hase läuft. Und dass du einen Weg findest für dich, dich entweder dort seelisch mit ins Benehmen zu setzen, dass du dort arbeitest, oder dir einen anderen Wirkbereich suchst. Das sind die Engpässe. Und wenn du da kannst du auch viel schneller mit viel weniger Maßnahmen die Gesamtkompetenz erhöhen, als wenn du jetzt nochmal auf die Schauspielschule gehst. Und dasselbe gilt dann für Systeme. Lernende Organisation ist eins der Stichwörter, Systemkompetenz. Das ist einmal die koordinierte Einzelkompetenz, da ist die Personalentwicklung gefragt. Es sollen die Schlüsselfiguren für komplexes Arbeiten und Organisationsentwicklung, es soll bekannt sein, welche Vorgehensweisen die können sollen, welche Konzepte die können sollen, sodass sie ein gemeinsames Gut des gemeinsamen Lernens haben, auf das sie zurückgreifen können. Und es muss aneinander gekoppelt werden. Wenn da jeder woanders das lernt, haben sie so viele Ankopplungsprobleme, wenn die zusammenkommen in einem Team, dass es einen enormen Abrieb gibt, den die Unternehmen nicht tolerieren, weil das Projekt eh schon längst überfällig ist. Das heißt, ohne dass wir Qualität und Menschlichkeits- und Beziehungsverlust zu beklagen hätte, müssen wir als Anbieter einfach da sehr viel besser werden, integrierte und kontextgeeignete Dienstleistungen zu konfigurieren und entsprechende Anbieterprogramme zu entwickeln, ein Profil zu entwickeln, wo die wissen, okay, wir lassen uns auf eine Kultur ein, wenn wir dieses Unternehmen aktivieren. Und große Unternehmen wollen große Beratungseinheiten, und dann müssen wir viele kleine Beratungsunternehmen zusammenschließen, die gemeinsam projektmäßig als Dienstleister was anbieten können. Auch das ist eine enorme Kulturarbeit auf Seiten der Anbieter, ohne die wir gesellschaftlich am Ende nur ein Reparaturbetrieb bleiben. Und da wird mir jetzt auch schon die gelbe Karte gezeigt. Dann höre ich an der Stelle auf. Vielen Dank. Ja, die gelbe Karte bezieht sich nur auf die Zeit. Vielen, vielen Dank, Bernd Schmidt. Und Bernd, wir haben ein großes Portfolio, Kaleidoskop von fachlichen Impulsen gehört. Und was ich nochmal besonders schätze, ist auch dein ganzes Panorama der Stimme. Bis hin zu der Übung, wie man 2 Stunden ein großes Publikum sprachlich im Prozess halten kann. Ganz herzlichen Dank dafür. Nachfragen, Feedbacks heute Nachmittag. Ja? Genau.
Musik.